Heute um 16 Uhr sollten die revidierten Jobmarktdaten veröffentlicht werden durch das Bureau of Labor Statistics. Und wenn man sagt, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen, dann wäre das wahrscheinlich sehr vorsichtig formuliert. Das liegt mir allerdings nicht so wahnsinnig, deswegen versuche ich es auf den Punkt zu bringen. Was für eine gigantische Clownshow, die wir da heute gesehen haben. Denn man erhoffte sich ja von dieser revidierten Zahl Aufschlüsse darüber, ist die Fed hinter der Kurve bereits mit der Zinssenkung? Ist der Arbeitsmarkt viel schwächer oder stärker als gedacht? Welchen Einfluss hat das auf die Fed-Politik? Dementsprechend warteten Billionen an Marktkapitalisierung in den Aktienmärkten, in den Anleihemärkten, in den Devisenmärkten und was auch immer es noch gibt, warteten auf diese Zahl. Und was passierte? Es kam nichts um 16 Uhr. Dennoch hatten wir um 16 Uhr eine interessante Marktbewegung, obwohl die Zahlen noch gar nicht veröffentlicht waren. Und dann ist ein Ablauf passiert, der wirklich denkwürdig ist, wo man sich sagt, das ist wirklich möglich in der führenden Weltmacht. Das ist schon ein Stück weit peinlich und stärkt nicht gerade das Vertrauen in die Datenqualität. Neben der Tatsache, dass man die Stellen massiv fast 1 Million nach unten revidiert hat, die ursprünglich gemeldet wurden, weil es diese Jobs nie gegeben hat, schlichtweg. Und wir erinnern uns jeden Monat die Arbeitsmarktdaten, massive Reaktion, letztendlich wahrscheinlich Reaktion auf eine ziemliche Luftnummer. Wir kriegen Anfang nächsten Jahres dann die endgültige Revision, da werden wir dann wissen, was sozusagen offiziell an neuen Stellen geschaffen wurden. Aber schauen wir uns den ganzen Salat mal an. Das war die große Ankündigung. Da gab es hunderte von Artikeln in Finanzmedien. Dutzende von Banken haben ihre Analysten draufgesetzt. Naja, wie wird jetzt diese Revision ausfallen? Was denkst du? Versuch mal nachzurechnen. Versuch mal irgendwie Evidenzen zu finden, wie die Zahl ausfallen könnte. Hier sehen wir, dass die Meldung auf der Seite des Bureau of Labor Statistics im Vorfeld der Daten. Also hat man gesagt, ja, 21. August, 10 Uhr Eastern Time, 16 Uhr deutscher Zeit wird das kommen. Dann hier eine Viertelstunde später dieser Twitter-Kommentator, naja, die Zahlen sind immer noch nicht da, warum auch immer, aber vielleicht überlegen die noch, naja, welche Zahlen nehmen wir denn jetzt, um die Märkte nicht allzu sehr zu erschrecken. Soweit sind wir schon, dass solche Dinge durchaus gar nicht mal irrational erscheinen. Und dann das Allerwitzigste, um 16 Uhr, als die Zahlen, wie gesagt, noch gar nicht da waren, haben wir deutliche Marktbewegungen gesehen, Dollar-Yen etwa um gut 120 Pips nach oben geschossen, wie gesagt, ohne diese Grundlage eigentlich dieser Daten, ähnlich die Aktienmärkte erstmal nach oben. Also was auch immer da passiert ist, auch das ist lustig. Aber wie ist die Zahl dann rausgekommen? Das ist fast noch lustiger. Da hat einer, ein Investor, hat sich dann gesagt, naja, wenn die Zahl nicht kommt, dann rufe ich da mal an bei Bureau of Labor Statistics. Das war etwa so 25 nach 16 Uhr. Alle Welt wartete weiterhin und dann hat er gefragt, ja, wie ist denn jetzt die Zahl? Dann hat man ihm telefonisch gesagt, ja, 818.000 Stellen weniger. Das hat er dann getwittert, dann die Antwort von anderen Investoren über Twitter, ja, woher weißt du das? Naja, ich habe angerufen, das haben die mir gesagt. Danach allerdings haben sie die Leitung abgestellt. Also das zeigt so ein bisschen, was da genau passiert ist. Das ist hervorragende Arbeit, muss man sagen. Das zeigte, dass natürlich hier alles in allerbester Ordnung ist. Schließlich ist dann mit um und bei 16:30 kam dann die Zahl letztendlich. Interessant auch, dass diese 818, nicht wie hier noch geschrieben ist, 819.000 nicht existenten Stellen alle aus dem Privatsektor stammen, während die Regierungsstellen um 1.000 nach oben revidiert wurden sogar. Aber in der Summe bedeutet das, dass wir nicht wie gedacht zwischen April 2023 und März 2024 218.000 neue Stellen hatten, sondern nur 150.000 neue Stellen, also um und bei 31% der Jobs, die nie existiert haben. Warum haben die nie existiert? Existiert, weil man hier Modelle fährt, die eben reine Schätzwerte sind, so Pi mal Daumen, ja, wenn der Wind von der linken Seite kommt, dann sind es so viel und wenn er von der rechten kommt, dann sind es so viel. Da ist zum Beispiel das Burst-Death-Model, das schätzt, wie viele neue Firmen entstanden sind und wie viele
neue, wie viele Firmen zugrunde gegangen sind. Daraus versucht man abzuleiten, wie viele neue Jobs entstanden sind und wie viel durch verschwindende Firmen weggefallen sind. Aber man macht sich nicht mal die Mühe, ins Register zu gucken. Ja, schauen wir uns doch mal die Firmenanmeldungen an. Oder man macht sich auch nicht die Mühe zu gucken, schauen wir doch mal ins Insolvenzregister, wie viele Firmen haben denn wirklich jetzt Insolvenz angemeldet. Also das ist schon ganz, ganz großartig, wenn Sie Sport, amerikanischen Sport gucken, Basketball, wie auch immer. Da haben Sie eine Statistik, wann Spieler X das linke Bein zufällig leicht angehoben hat. Absolut akkurat, absolut präzise, aber in so zentralen Punkten, wo, wie gesagt, Billionen an Marktkapitalisierung auf das warten, was da kommt, da ist man nicht in der Lage, in einigermaßen solide Datenqualität zu erreichen. So oder so größte Abwärtsrevision seit der Finanzkrise, die wir hier gesehen haben. Und all das, wie gesagt, stärkt nicht das Vertrauen. Erstens diese deutliche Abwärtsrevision per se. Zweitens eben dann die Umstände, wie das Ganze veröffentlicht wurde. Da wird dann natürlich der Verdacht genährt, haben die da noch diskutiert, was machen wir denn jetzt, welche Zahlen nehmen wir denn jetzt, auch wenn das vielleicht gar nicht wirklich der Fall ist, aber man gibt eben solchen Gedanken eine Steilvorlage und wird sicherlich nicht Aussagen wie die von Maverick of Wall Street, naja, was ist denn, wenn die Revision jetzt auch praktisch gefaked ist, die kann man damit nicht wirklich nachhaltig entkräften, so oder so, schauen wir uns die ganze Geschichte mal an, das war eigentlich die Konsenserwartung, naja, 300.000, so hat es zum Beispiel, oder 360.000, JP Morgan gesagt, Wells Fargo war bei 600.000, wie gesagt, es sind dann geworden 816.000 und vorher hieß es immer, also alles über 500.000 wäre die größte Revision seit 15 Jahren und würde bedeuten, dass wir die Lage komplett eigentlich anders einschätzen müssten, was den Jobmarkt betrifft. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Es wurde ja nicht nur dieser Zeitraum April 23 bis März 24 revidiert, sondern auch die Vorjahre noch gleich mit. Wir sehen, dass bis auf das Jahr 22 die anderen Jahre noch weiter abwärts revidiert wurden. Also es sind nicht nur diese 818.000 Stellen jetzt aus 2023, sondern eben noch viel mehr. Wenn wir uns die letzten Jahre insgesamt mal anschauen, was bedeutet das für die Märkte? Hier zum Beispiel Capital Economics US sagt, ja, also das war so um und bei in der Erwartung. Naja, manche hatten gesagt, könnten bis zu 1 Million sein, aber es ist schon eher am oberen Ende der Erwartung, muss man sagen. Das stützt unsere These, dass die Fed nicht mit einem großen Zinsschritt hier einsteigen wird mit 0,5, sondern mit 0,25. Das denke ich auch. Vielleicht wird man dann sogar einige Zinssenkungen in Folge machen. Wenn wir uns jetzt mal die Reaktion der Märkte angucken, vor allem beim Dollar, dann sehen wir, der Dollarindex fällt weiter. Es geht weiter nach unten jetzt in den Bereich 100. Der Dollar ist ja, oder Dollarindex ist ja ein Währungskorb gegenüber anderen Währungen mit der absolut stärksten Gewichtung des Euro. Aber interessant eben auch, was machen denn die Anleihemärkte, also die Kapitalmarktzinsen. Und hier sehen wir eine begrenzte Reaktion, aber eben eine Reaktion auch weiter nach unten, was die Renditen betrifft. Und hier sind wir an wichtigen Niveaus. Das könnte dann schnell gehen, wenn da Unterstützungsniveaus mal brechen. Ist das gut für die Wall Street oder nicht? Oder ist das vielleicht eher ein Ausdruck der Sorge, dass es mit der US-Konjunktur doch viel schlechter bestellt ist? Und erinnern wir uns, wir haben ja diese Rallye an den Aktienmärkten gesehen, in der Hoffnung, dass die Wirtschaft ja so gut dasteht nach den Erstanträgen und den Einzelhandelsumsätzen. Aber wenn man hierher geht, wie Kobasi Letter das gemacht hat und mal die Dinge zusammenfasst, dann sehen wir nicht nur diese 818.000 der Revision nach unten, sondern den Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,3%. Das ging relativ zackig, höchste Arbeitslosenquote seit 2021. Sechs Jobreports sind nach unten revidiert worden. Wir haben noch nie so viele Amerikaner, die jetzt mehrere Jobs haben. Der Dollar hat in den letzten 4 Jahren 25% an Kaufkraftverlust erlitten und 11% aller Kreditkarten sind delinquent. Also die sind offenkundig nicht mehr in der Lage, ihre Schulden zu bedienen, respektive die Kreditkartenbesitzer dahinter. Ist das ein Soft Landing? Wenn wir uns auch die neuesten Zahlen heute anschauen,
Zu den Mortgage Applications, also den Hypothekenanträgen, wenn man sich ein Haus kaufen will und dann einen Kredit bei der Bank also bekommen will. Wir haben jetzt ja gesehen, dass mit dem Fall der Anleiherenditen auch die Hypothekenkreditzinsen runtergegangen sind. Das ist gekoppelt an die 10-jährige US-Staatsanleihe. Da sind wir jetzt bei 6,5%, einer der niedrigsten Werte jetzt seit langer Zeit. Und dennoch sehen wir, dass die sogenannten Mortgage Purchase Applications im freien Fall sind. Es geht immer weiter nach unten und man muss da vielleicht mit Cantro fragen, naja, vielleicht schlimmer als diese Abwärtsrevision der Non-Farm Payrolls ist doch, dass obwohl die Finanzierungsbedingungen günstiger werden, weniger teuer werden, immer weniger Leute willens sind oder in der Lage sind, ein Haus zu kaufen, und das ist ja bei diesem gigantischen US-Immobilienmarkt natürlich ein sehr, sehr wichtiger ökonomischer Faktor. Dann haben wir heute Einzelhandelsdaten bekommen, respektive Daten von Firmen aus dem Einzelhandelssektor. Wir haben Target, sehr gut, die sagen, hey, wir heben unsere Prognose an, weil wir die Preise senken. Wir versuchen also über einen Preiskrieg hier Marktanteile zu gewinnen. Aktie 14% nach oben. Anders bei Macy's, die in einem etwas gehobeneren Segment teilweise agieren, die sagen, ja, wir senken unsere Erwartungen, erwarten jetzt, haben Zahlen gemeldet, die rückläufige Umsätze zeigen und erwarten noch weniger Umsätze jetzt in der Zukunft aufgrund eines Challenging Environment, wie man hier sagt, also einem sehr herausfordernden Umfeld. Und wir sehen ja, dass die Leute offenkundig immer weniger Häuser kaufen, weniger konsumieren. Jetzt kommt ja Kamala Harris und sagt, wow, dann zahle ich euch mal $25.000, wenn ihr ein Haus kauft, und wenn ihr zufällig ein Kind kriegt, dann kriegt ihr nochmal $6.000 oben drauf. Get me homes, ja, wir haben ja keine Schulden, deswegen machen wir das. Daniela Keil sagt aus meiner Sicht hier richtig, das, was hier passiert mit dieser, wenn man so will, sozialistischen Politik, zum Beispiel Preiskontrollen, das ist die Umverteilung aus dem Mittelstand hin zur Bürokratie. Das werden wir gleich in Deutschland nochmal wunderbar sehen können, wie das Ganze funktioniert. Und ohne jetzt besondere Sympathie für Donald Trump zu haben, das kann man mir nicht unterstellen. Aber eins ist klar, wir sehen in den US-Medien bisher in den großen US-Medien eine sehr positive Darstellung von Kamala Harris und eine sehr negative Darstellung zu Donald Trump bei ABC, CBS, NBC. Ja, es gibt Fox News, die sind deutlich Trump-affiner, gar keine Frage. In der Summe aber muss man sagen, dass bis vor kurzem ja noch diese These war, Mensch, die Biden-Economy, die Bidenomics, das funktioniert doch super. Jetzt tritt Kamala Harris auf und sagt ja eigentlich, naja, wir haben Probleme, die werde ich euch fixen. Und da stellt man natürlich die Frage, naja, du bist doch mit am Ruder, du bist doch als Vizepräsidentin mit an herausragend gehobener Stelle. By the way, ich wollte noch was sagen zu meiner zweitbesten Freundin Cathie Wood, die wurde von der Ratingagentur Morningstar mit ihrem ARK ETF jetzt als one of the largest scale failures we've ever seen in the fund industry bewertet, also eines der größten Versagen in der Geschichte der Fondsindustrie. Das wird jetzt die Cathie nicht so gern hören, gell? Also, aber sie ist ja praktisch die Apologetin, die Propagandistin der Asset-Blase. Und wenn wir jetzt mal nach Deutschland kommen und von Failure, von Versagen sprechen, dann sehen wir, dass seit Jahren Geld aus Deutschland abfließt. Wir haben in 2021 100 Milliarden, wir haben in 2022 125 Milliarden, 2023 dann nochmal 94 Milliarden Dollar. Symptome einer Deindustrialisierung, wie das Institut der deutschen Wirtschaft hier schreibt, und ein Kanzler, der, naja, das Ganze weglächelt, hat man das Gefühl. Und wenn wir jetzt mal von Umverteilung in Richtung Bürokratie sprechen, dann sehen wir ja nicht nur, dass das Einzige, was wirklich nachhaltig wächst in Deutschland, die Bürokratie ist, sondern der Staat hier 23,7 Milliarden Euro ausgibt, um die Sozial- und Rentenleistungen zu gewährleisten. Man gibt also 23,7 Milliarden Euro aus, um das zu gewährleisten, und hat dafür einen Verwaltungsaufwand von 5,25 Milliarden Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist ein Wucher, der hier passiert. Wir haben eine komplett falsche
Richtung, die wir hier einschlagen, weil wir mit diesen Nachhaltigkeitsvorschriften so viele Dinge so maßlos verteuern, wie zum Beispiel den Hausbau auf der einen Seite mit diesen Nachhaltigkeitsvorschriften, die nicht nur aus Deutschland, sondern auch von der EU kommen, gleichzeitig natürlich Kontrolleure dieser Nachhaltigkeit irgendwie brauchen natürlich, die sagen, naja, aber wir haben jetzt noch mal ein paar hundert Vorschriften mehr, die müssen wir doch alle kontrollieren, und so schaffen wir immer mehr Unproduktive bei gleichzeitig immer weniger Produktiven. Dass das auf Dauer nicht gut geht, ist aus meiner Sicht ziemlich wahrscheinlich und vor allem interessant. Auch immer weniger haben Interesse an Unternehmensgründungen. Das geht seit Jahren zurück, und besonders interessant ist eine Statistik, die ich heute dazu gesehen habe. Diejenigen, die überhaupt noch ein Unternehmen gründen, das sind zu 51% grünen Wähler. Das ist auch lustig. Was machen die? Die machen natürlich Firmen in diesem Umweltsektor. Ist ja alles auch richtig und gut. Je weniger wir die Umwelt schädigen und verschmutzen, umso besser. Aber das sind offenkundig eben auch Leute, die von diesem System profitieren wollen, von dieser Nachhaltigkeitsindustrie, die natürlich von Lobbyarbeit durchsetzt ist. Bis zum Get-No darf man natürlich nicht drüber sprechen. Jedenfalls ist das auch eine interessante Beobachtung, wie ich finde. Und abschließend, bevor ich Sie jetzt in den Feierabend entlasse, zwei Hinweise. Paul mit Drahtseilakt gegen die Marktpanik. Da hat ein Broker, wie wir finden, eine sehr, sehr treffende Analyse gebracht, wie die Dinge jetzt einzuschätzen ist für Paul und die Fed im Vorfeld von Jackson Hole. Erste Empfehlung, und die zweite Empfehlung, auch interessant, was eigentlich den DAX bewegt und wie stark einige wenige Aktien für den DAX letztendlich verantwortlich sind, ob er rauf und runter geht. Auch sehr, sehr schönes statistisches, interessantes Material. Also diese beiden Artikel, jetzt sage ich Servus, ciao.